Ich habe mir jetzt mal den Wetterbericht angeschaut für morgen, und zwar in Aachen. Und da sagt es mir, dass ich um 2 Uhr nachts 7 Grad habe, um 5 Uhr morgens bin ich bei 5 Grad, bei 8 Uhr morgens um 4 Grad, 11 Uhr haben wir 10 Grad, 14 Uhr haben wir 14 Grad und um 17 Uhr haben wir 16 Grad. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das Ganze in ein Koordinatensystem einzuzeichnen. Also vorher haben wir das Koordinatensystem als eine Art Karte verwendet, die uns den Ort angibt. Und das Gleiche kann ich jetzt aber machen, indem ich sage, die X-Achse sagt mir, wie viel Uhr es ist, also wie spät. Und die Y-Achse gibt mir die Temperatur an. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann alle Paare, die ich jetzt hier oben in meiner Tabelle stehen habe, die ergeben jeweils einen Punkt. Diese Punkte würde ich jetzt mal eintragen. Das heißt, wir haben erstmal um 2 Uhr. Das heißt, wir gehen an der X-Achse erstmal zur 2 und wir sagen, wir haben 7 Grad und das wird irgendwo hier sein. Dann gehen wir zu unserem nächsten Punkt. Das ist um 5 Uhr. Das heißt, wir müssen auf 5 Uhr auf die X-Achse und wir haben 5 Grad. Das ist also ein bisschen kälter geworden und wir sind an dieser Stelle. 8 Uhr. Haben wir 4 Grad, noch mal ein bisschen weniger. Um 11 Uhr sind wir bei 10. Um 14 Uhr kommen wir dann auf die 14 Grad. Und um 17 Uhr sind wir dann bei den 17 Grad. Also irgendwo hier. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann diese Punkte verbinden. Und diese Verbindungslinie, die ich jetzt eingezeichnet habe, das nennt man Graph. Und anhand von dieser Linie kann ich jetzt vorhersagen, was zwischen den Uhrzeiten passiert. Das heißt, mich interessiert jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt, ich möchte wissen, wie warm es um 3 Uhr ist, um 4 Uhr ist und dann könnte ich hier noch sagen, vielleicht 7 Uhr, 10 Uhr, probieren wir die einfach mal. Das heißt, ich gehe wieder auf meine X-Achse und gucke mir an, wo die 3 Uhr ist, das ist an dieser Stelle und dann verbinde ich den Graphen in senkrechter Linie mit meinen 3 Uhr und wenn ich jetzt nach links gehe, also hier entlang, dann komme ich ungefähr bei der Temperatur raus, die es vermutlich um diese Uhrzeit hat. Das heißt, wir sind hier, naja, das habe ich nicht ganz so schön gezeichnet, das dürften ungefähr 6 Grad sein. Wichtig ist, das hier ist jetzt kein genauer Wert, sondern nur ein Schätzwert, weil wir wissen ja nicht, ob die Kurve wirklich so eckig verläuft, wie sie jetzt hier entsteht. Das wird in der Natur natürlich nicht der Fall sein. Genau das machen wir jetzt auch mit den weiteren Punkten. Das heißt, wir gucken uns als nächstes hier an die 4 Uhr. Und auch hier verbinden wir wieder den Graphen entsprechend im rechten Winkel und lesen praktisch die Punkte ab. Vorhin haben wir es so gemacht, dass wir die Punkte eingetragen haben. Das kann man natürlich auch andersrum machen und hieran sehen wir jetzt, wir kommen ungefähr an dieser Stelle hier raus. Das sind die 5 Grad, also ungefähr genauso, wie es dann auch um 5 Uhr der Fall sein wird. Und das kann ich wiederum eintragen. Weiter geht's um 7 Uhr. Schauen wir mal, was für eine Temperatur wir dort haben. Also wieder das Lineal anlegen, einmal verbinden, klack. Das dürften jetzt auch ungefähr 4 Grad sein, das heißt, ich trage das hier oben ein. Natürlich können wir das auch noch machen mit den 10 Uhr. Da kommen wir jetzt direkt auf der Mitte raus, das heißt, das dürften 7,5 Grad sein, die wir hier eintragen können. So, jetzt geht es natürlich auch andersrum, das heißt, ich kann jetzt auch hingehen und sagen, ja, mich interessiert es, um wie viel Uhr hat es denn welche Temperatur gehabt? Das heißt, ich möchte jetzt zum Beispiel wissen, hier an dieser Stelle, wann habe ich 15 Grad? Und dann interessiert mich hier vielleicht der Übergang, wann habe ich 11 Grad und wann habe ich 12 Grad?
Dann funktioniert es genauso, wie wir es gerade eben gemacht haben, jedoch rückwärts. Wir schauen uns zuerst einmal die 11 an dieser Stelle an. Und dafür gehen wir jetzt auf die y-Achse. Das heißt, wir nehmen das Lineal parallel zur x-Achse und suchen uns die entsprechenden Grad, also die 11. Das dürfte ungefähr so sein. Und dann verbinde ich das Ganze, bis ich den Graphen treffe und kann das dann nach unten verbinden. Und wenn man sich das mal anschaut, es dürfte ungefähr 11:45 sein. Also um 11:45 wissen wir, haben wir dann die 11 Grad erreicht. Genau das Gleiche machen wir jetzt natürlich mit den 12 Grad. Das heißt, wir legen unser Lineal oder unser Geodreieck wieder parallel zur x-Achse hin und schauen, okay, wo haben wir denn die 12 Grad? Das dürfte ungefähr auf dieser Höhe sein. Und dann schauen wir, wo treffen wir unseren Graphen und welchen x-Wert haben wir. Wenn wir uns das jetzt anschauen, das ist kurz vor 13 Uhr, also vielleicht ungefähr 13:50 Uhr. Und das kann ich natürlich dann hier oben eintragen. Den letzten, den könnt ihr jetzt gerne mal selber probieren, indem ihr einfach kurz pausiert und dann das Video weiterschaut. Und natürlich auch beim letzten gehen wir zu den 15 Grad auf der Y-Richtung, der Y-Achse und verbinden das Ganze dann nach unten. Das sind dann die 15 Uhr. Und damit können wir die Tabelle ausfüllen. Das heißt, wenn ihr solche Übersichtstabellen bekommt, man nennt sie auch Wertetabellen, dann könnt ihr damit immer die verschiedenen Punkte einzeichnen. Und wenn ihr sie verbindet, dann erhaltet ihr einen Graphen von dem Zusammenhang. In dem Fall ist es jetzt der Zusammenhang, wie verändert sich die Temperatur über eine gewisse Uhrzeit. Und da werdet ihr sehr viele verschiedene Sachen kennenlernen. Zum Beispiel auch, wenn ihr ein Autorennen oder sowas anschaut, dann könnt ihr zum Beispiel schauen, wie weit die Fahrer nach welcher Zeit gefahren sind oder wann sie wie schnell gefahren sind. Da gibt es ganz viele verschiedene Beispiele. Soweit so gut erstmal dazu. Merkt euch diese Linie hier in unserem Koordinatensystem, also die gelbe Linie, die wir verbunden haben, das nennen wir Graph, das solltet ihr mitnehmen. Und auch, wie man aus dieser Wertetabelle jetzt natürlich die verschiedenen Punkte und daraus dann nachher auch den Graphen findet.